für mich beginnt Cello spielen mit damit, dass man sich hineinwirft und dass man wirklich alles das, was man hat, gibt in dem Moment. Und also kein, nicht unbedingt das Bedürfnis, ein Risiko einzugehen, sondern die Notwendigkeit. Ich bin auch ein bisschen abergläubisch und glaube, dass diese unreflektierte, etwas, sagen wir mal, jungenhafte Art, an ein Risiko ranzugehen, besser ist, als die, es zu analysieren für sich. Natürlich sollte man nicht völlig dumm auf ein Risiko zugehen. Natürlich weiß man, dass man, wenn man vor einem bestimmten Publikum sitzt, eben das Risiko eingeht, dass nicht alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Es gibt natürlich zahlreiche, rein rationale Risiken, die ich gar nicht aufzählen möchte, natürlich von Gedächtnis bis hin zu technischen Abläufen, bis hin zu dem, was ich persönlich am wichtigsten finde, den Draht mit dem Publikum aufzubauen. Baut sich dieser Draht auf, kann man sich völlig öffnen für das Publikum und kann das Publikum sich für mich öffnen und nicht, was geht jetzt plötzlich technisch oder was geht vielleicht in dem Moment nicht oder ist man mehr aufgeregt oder weniger aufgeregt. Das ist eigentlich das eigentliche Risiko und das kann man auch nicht vorausberechnen. Das heißt, es gibt sicher Konzerte, in denen alles perfekt läuft und sich dieser Draht nicht herstellt. Und dann gibt es auch Konzerte, in denen gar nichts perfekt läuft und sich der Draht hervorragend herstellt. Und man kommt immer ein Stück näher an das Ideal ran und manchmal kommt man ziemlich nah ran. Aber das ist nicht unbedingt, weil man das Risiko so liebt, sondern es ist, weil ich der Meinung bin, die Musik braucht das Risiko. Und das fängt wirklich dann an, wenn man anfängt, Musik zu machen. Egal, wo das ist und wie viele Leute dabei sind, ob es eine Aufnahme ist oder ein Konzert. Eigentlich in allen Situationen muss man entscheiden, schmeißt man sich völlig rein und, wie die Amerikaner sagen, you stick out your neck. Das ist, finde ich, sympathischer persönlich. Oder ist man eher sicher, sehr sicherheitsbewusst und sagt, ich versuche das so abzusichern, dass ich weiß, es geht kein Detail verloren. Das sind also verschiedene Typen und das macht unglaublichen Spaß, auch gerade im Studio zu sehen, dass dieses Risiko auch im Studio nicht leicht ist. Also sich wirklich völlig zu befreien, alles loszulassen und zu versuchen, an die Grenzen der Musik oder an die Grenzen des Instruments zu kommen, um die Musik zu befreien.